Wir sind ein Entertainment-getriebenes Eventunternehmen mit ein bisschen Retail. Das heißt, bei uns passiert so wahnsinnig viel mehr, als dass wir nur versuchen, Schuhe und Klamotten zu verkaufen. Wir hatten im letzten Jahr 288 Eventtage. Unser Konsument, unsere Community kann mit uns ja, 24/7, 365 Tage im Jahr interagieren. Wir nennen uns selbst Raised from Concrete. Das heißt, wir kommen aus der Stadt, wir kommen von der Straße und wir bieten unsere Sortimente und unser ganzes Entertainment-Projekt und all das für die Kids der Stadt, für die Straße. Und das motiviert uns alle, jeden Tag wieder den nächsten Schritt zu machen. Die Idee zu Snipes ist relativ früh entstanden. Ich habe mit 15 parallel zur Schule schon im Retail begonnen. Ich habe früh angefangen, Turnschuhe und Textilien zu verkaufen. Ich habe irgendwann eines Tages gedacht, ich glaube, das kann ich selber besser. Und mehr als einfach nur morgens um 10 aufzumachen, abends um 8 zuzumachen, das Geld zu zählen und das war's dann mit Retail. Ich wollte einfach mit der Community verbunden sein, wollte mehr anbieten können mit Events, mit Aktivierungen in den Stores und so auch zu einem Hangout-Space für die Jugend zu werden. Retail kann nicht nur Abverkauf sein, weil genau in unserer Branche reicht es einfach nicht mehr, das Produkt oder den Schuh in das Regal zu stellen und hoffen, dass der Konsument vorbeikommt, es sieht und auch direkt kauft. Auf der anderen Seite gibt es Produkte, die so gehypt sind, die so heiß sind, dass sie quasi jeder verkaufen kann. Hier challengen uns unsere Brandpartner oder die Industrie, genau dies eben nicht zu tun. Wir sollen dies verknüpfen mit einem bestmöglichen Verkaufserlebnis. Wir müssen neue Wege finden, Emotionen beim Kunden zu erwecken und das Shopping-Erlebnis zu einem großartigen zu machen. Den Mehrwert, den wir unserem Kunden bieten, ist sicherlich die Emotionalität, die er erwarten kann, wenn er in unsere Stores geht und dort Kontakt mit unseren Store-Teams hat. Es ist sicherlich kanalübergreifend, dass wir über unsere App, unsere Social-Media-Kanäle oder unseren E-Com-Shop dieselbe Story verbreiten. Und ein entscheidender Faktor dafür in den Stores ist das Local Ambassador Programm, was wir an den Start gebracht haben. Und in diesem Programm bieten wir Access zu verschiedenen Themen in unserer Kultur. Das sind Workshops, das sind City Tours. Es ist aber auch das Thema Personalized Shopping. Und ich glaube, damit können wir viel Emotionalität beim Kunden hervorrufen und letztendlich hoffentlich auch zukünftige Kunden binden. Wir verfolgen grundsätzlich die Strategie, Snipes noch stärker digital oder noch stärker auf digital auszurichten. Beispiele dafür sind eben auch Rollout von der Snipes App oder der Snipes Click, dass wir da sehr, sehr viel Fokus drauf legen und versuchen, praktisch die ganze Snipes-Welt in einem Device in Form der App darzustellen. Aus meiner Sicht wird sich der Online-Handel ganz stark in Richtung Personalisierung weiterentwickeln. Mit Personalisierung meine ich vornehmlich datengetriebene Offerings, die sich wirklich auf den einzelnen Konsumenten beziehen. Die Zukunft des Marketings im Snipes liegt darin, in einer noch persönlichen Ansprache an unsere Community. Das soll heißen, wir wollen noch genauer hinhören, wir wollen noch schneller die Sachen adaptieren. Und das nicht nur über den globalen Space, sondern wirklich runterkaskadiert bis hin zu den Ländern und den einzelnen Key Cities. Hashtag Hyperlokal, das wird unser Weg sein. Ich glaube, der entscheidende Unterschied zwischen uns und anderen Firmen ist das Miteinander in der Firma. Wir nennen das Snipes Family. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus der Liebe zu der Kultur, die wir alle miteinander teilen, und das entsprechende Miteinander, was sich daraus ergibt. Das macht uns, glaube ich, sehr attraktiv. Zudem sind wir auch ein sehr schnell wachsendes Unternehmen und dadurch ergeben sich einfach unglaublich viele Chancen für unsere Mitarbeiter. Ob das innerhalb eines Stores ist und du dich dort in Store-Management entwickelst oder ob es auch der Schritt in die Zentrale ist und du dort vielleicht als Junior-Merchandiser anfängst oder dich vielleicht in den Einkauf entwickeln willst oder ins Marketing, stehen dir wirklich viele Türen offen.
Also wir werden natürlich unseren Weg weitergehen. Wir werden weiter expandieren, sowohl in den Ländern in Europa als auch in den USA. Natürlich ist es reizvoll, auf den nächsten Kontinent zu blicken und vielleicht über Asien nachzudenken. Und natürlich, die heutige Zeit fordert von uns extreme Digitalinvestments. Da haben wir auch wirklich Lust zu. Das ist ein extrem spannendes, vielversprechendes Feld. All das werden wir auf unserem Snipes-Wege tun. Wir werden die Entertainment-getriebene Event-Company sein, die Retail betreibt, um genau auf diesem Weg unser Ziel zu erreichen, das globale Symbol für Street Culture zu werden.